Das Schlimme ist ja jetzt nicht nur die Altlasten, sondern es gibt eine Anfrage der Grünen vom Oktober letzten Jahres, hat die Bundesregierung veröffentlicht. Da war die Frage, wie viele Pestizide haben wir denn? Und wir kennen ja eigentlich nur Glyphosat. Oh, Glyphosat ist schlimm und ansonsten ja, Nitrat, Gülle und sowas. Aber so, und dann lasse ich jetzt die Leute immer raten, wie viele amtlich zugelassene Pestizide haben wir nach Auskunft der Bundesregierung? Und das sind genau 872, Stand September 2019. Und das Bemerkenswerte ist, dass im Jahr 2008, du musst dir vorstellen, waren 620 zugelassen. Das heißt, 40% mehr Pestizide wurden trotz Diskussion über Glyphosat, wurden 40% mehr Pestizide zugelassen. Was für jeden von uns wichtig ist, ganz wichtig, und das ist der erste Tipp, den man haben kann, dass in jedem zweiten Apfel mehr als 3 Pestizide gefunden werden, in Tafelweintrauben über 20, in einem im Paprikapulver über 27 und dass du praktisch jedes Obst und Gemüse mit Minimum 3 Pestiziden hast. Und es gibt eine Region in Deutschland, da kommen berühmte Äpfel her und da war ich selber mal dort. Und da bin ich zur Bäuerin reingefahren und habe gesagt, ja, und die Äpfel, mei, heuer ist so gut gewesen, heuer ist so gut gewesen, heuer haben wir bloß, ich glaube, wir haben bloß 3 oder 4 Mal spritzen müssen. Dann habe ich gesagt, ja, wie viel spritzt ihr denn sonst? Und mei, zwischen 27 und 30 Mal spritzen wir unsere Äpfel. Also, das ist irre. Und das ist einfach, das ist das Schöne an der jetzigen Zeit. Jetzt traue ich mich wenigstens, Wahrheiten zu sagen, weil andere Wahrheiten kommen auch raus. Ja, aber um das Thema selbst noch abzuschließen, wo ich gesagt habe, die Anfrage der Bundesregierung hat ja auch ergeben, dass das meiste, was in diesen Giftstoffen drin ist, ist DDT. Und DDT ist seit 1972 verboten. Und die Aussage ist, ja, das ist halt noch drin, im Boden. Das heißt, es wirkt permanent auf den Boden, auf die Pflanzen. Und du musst halt wissen, mit jedem Regen, auf Bayerisch, schwappt es runter, also wird es runtergeschwemmt. Und damit geht es auch rein. Und darum sind ja die Mineralwasserversorger immer, die Mineralwasserkonzerne so stinkesauer, wenn Ökotest so ein Spielzeugversuch macht auf ein paar Pflanzenschutzmitteln. Ich meine, die Trinkwasserverordnung verlangt 55 Stoffe. Und die Pestizide müssen nur geprüft werden, wenn ein begründeter Verdacht steht. Also du wirst nicht glauben, dass der Bauer Huber sagt, also liebe Behörde, ich habe das und das gespritzt und jetzt prüft sie mal unser Wasser danach. Also weiß Gott nicht. Das ist